Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Ark Primal 4. Wir befinden uns in unserer Base. Die Dodos sind dabei zu produzieren. Ich habe jetzt mal versucht, die Damage-Zahlen anzumachen, ob das funktioniert. Aber ich würde gerne mal nach den Moshops gucken. Vielleicht können wir nebenbei ein paar Beeren farmen. Das Essen, das Food bei den Moshops verändert sich jetzt gerade nicht mehr. Und ich weiß nicht warum. Dass es gerade ein Anzeigefehler ist oder ich in Renderdistanz sein muss. Aber das gucken wir uns mal an. Da fliegen wir mal ein bisschen höher bei dem. Geräusch. So, jetzt verändert sich das Foto wieder. Jetzt muss ich einmal Render zurück. Oh, bitte, Alantavis, friss mich mein Tame. Also meinen wirklichen Tame. Ja, jetzt geht's wieder runter. Gut, hier vorne hatten wir ein paar Büsche. Wir werden jetzt mal ein paar Narkobären holen, um zu testen. Also um unsere ersten Toxic-Kippel machen zu können. Wir hätten ja auch einen Toxic-Parasaurus. Direkt. Aber mal schauen. Das sehen wir gleich. Jetzt holen wir erstmal mit dem Trike ein paar Beeren. Auch wenn es hier nicht viele sind. Geht es ja nur darum, schnell mal ein paar Kibbel herzustellen. So, dich nehme ich mit, dich packe ich wieder ein. Warten die auf den Moshops, ich glaube, mit dem farmt es sich einfach besser. 150er Toxic Dodo. Gucken wir gleich mal nach. Hatte 840, da müsste ich zweimal zuhauen. Dann wäre der dead. Mit dem Ganzen hier packe ich dich jetzt aber ein. Dass ich vorhin diese Minions auch vor der Base hatte, war nicht so gut. So, Bären. Das kann ich raus, das brauchen wir nicht. Und Kibbel. Was können wir denn machen? Machen wir mal 4. Boah, wir können 4 machen. Ach, der nimmt auch die Toxic-Eier. Ja, cool. 4 Kibbel. Das heißt, wir können uns direkt Dodos ranholen. Mal schon mal zum Spaß gucken. Zitronen brauche ich dafür. Aber gut. Dann erstmal ein paar Toxic haben, ne? Warum nicht? Und die da vorne sind ja ziemlich simpel auszuholen. Gerade Dodos. Normaler Dodo. Hoffen wir mal nicht, dass er uns erlegt. Sehr schön. Das ist so ein Kibbel. Hier vorne müsste glaube ich noch ein männlicher gewesen sein, ne? Vielleicht kann ich den ja grabben.
Kann ich. Der ist schon fertig. Dich lassen wir mal hier runter. Geh mal ein bisschen weiter weg. Packen dich ein. Das ist natürlich echt krass. Cool. Wir haben das erste Pärchen Toxics. Toxixis? Toxixen? Dann bringen wir euch mal nach Hause. Können wir unten gleich mal Metal holen. So. Was war denn toxisch? Und 8. Coole Nummer. Warschaft ist auch fast bei der Hälfte. Direkt das erste Ei. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ich glaube, ich lasse den Trike jetzt auch mal hier. So, jetzt musste ich kurz auf K, deswegen der kleine Schnitt. Warner Moshops ist auch noch gut dabei. Gut, was tun wir als nächstes? Zwei Kibbel. Der Boulder ist gerade mal weg. Ich glaube, du kriegst einfach ein bisschen Stamina. Jetzt holen wir mal ein bisschen Metall, würde ich sagen. So, und sobald ich den ersten richtigen Flyer habe, der mir auch gefällt, womit ich auch ein bisschen sicherer mich fühle, will ich natürlich später auf einen anderen Base-Spot. Ich habe mir gedacht, beim grünen Obi müsste eine größere Höhle sein. Die will ich mir mal angucken. Vielleicht entscheiden wir uns für die. Habe ich, glaube ich, noch nie drin gebaut. Aber mit nur einem Flyer würde ich da ungern hin. Obwohl, da ist Gott sei Dank weit weg gerade. So, dann kriegst du noch ein bisschen Holz. Ich mal sagen. Wir schauen uns einfach mal weiter um, was es noch für Toxics gibt. Natürlich auch Raptoren und so weiter, aber die bringen uns, glaube ich, nicht so viel. So, das ist Parasaurus Level 50. Aronemis. Ist der älter und der ist 50. Wie stelle ich so ein Iguanodon?
Treffer. Schade. Erstmal normal. Hast du da auch noch einer? Level 15. Oh nein, das sind einfach Apex. Oh Gott. Oh nein. Der wäre so perfekt. Der wäre einfach sowas von perfekt. Weg, weg, weg. Kommt hier mehr her? Nicht viel Stamina. Oh mein Gott. Uiuiuiuiui. Der Iguanodon wäre so perfekt gewesen. Wird aber vermutlich RIP sein. Sehen auch nicht mehr. Die räumen hier komplett alles auf. Die Fjordhawks. So dumm. Es hätte so schön sein können. Wir bewegen uns langsam einfach mal zum 150er. Sind aber auch Level hier, ne? Das glaube ich einfach mal zum Elder Moshops hin. Das eine Mal noch fressen, dann vielleicht noch mal und dann müsste er durch sein. Noch zweimal fressen, aber das Thema müsste gleich durch sein. So, mit dem können wir, glaube ich, besser so später Pilze farmen und so. Mal gucken, was hier noch so ist. In der Normale hat schon 28.000 Leben und der hat 7k. Das ist schon echt viel. 99,7? Achso, Prozent. Oh nein. Hier noch nicht mehr so viel, bitte nicht. Das
Schon. Wenn der mich jetzt killt, also den Boss schafft, das wäre so ärgerlich. Nein, der muss neu fressen. Oh mein Gott. Brauche irgendwo diese Taming Helper. Die muss ich mir dringend bauen. Dann kann ich wenigstens noch die dicken legen. Also einigermaßen dick. Damit die fast instant tame sind. Oh, please no. Oh nein. Nein, nicht durch mein Team. Ey. Das war so klar. Es war so klar. Mann, Mann, Mann. Das ärgert mich so. Ich weiß gar nicht, ob es mit normalen Bären schneller gegangen wäre. Keine Ahnung. Aber das Glück ist in diesem Primal Fisher definitiv nicht auf meiner Seite. Jetzt brauche ich eine Alternative. Und natürlich oben den 50er Moshops oder was das war. Aber das ist wieder so ein Fjordhawk. Apex gegen Fabled. Geht weg von mir. Vielleicht könnte er in der Nähe fliegen. Vielleicht kriege ich dann Loot. Aber damit würde ich halt auch riskieren zu sterben, ne? Aber wenn ich vielleicht sehe, wo der stirbt. Hier fehlt nicht mehr. Was hat ein Männer so? 1700. Er würde vielleicht einen Hit aushalten, aber das war's dann auch. Will ich über Wasser? Kommt noch ein zweiter dazu. Jetzt ehrlich, ich brauche da glaube ich gar nicht hingehen, wenn da ein Fjordhawk ist. Was ist denn mit meinen Moshops hier oben? Welches Level hatte der? 50. Versuchen den Ichti zu machen, ne?
Wenn ich den Mosch zumindest ausnocke, kann ich auch zu Fuß machen. Kann ich alles andere weglegen. Weg. Das. Das nehmen wir mit. Was ist mit ihm eigentlich hier? Ich habe noch nie so einen Bunny getamed. Lass das erste sein. Und zuerst ist der Moshops dran. So, Ausdauer regenerieren. Dann so weit wie möglich runterkloppen. Der läuft jetzt weg. Aber du liegst ganz gut da oben. Okay, der liegt. Oh, dass wir das Bunny noch holen. Kriegen wir es ja. Keine Ahnung, was das überhaupt kann. Eine Karotte brauchst du, oder? Eine Karotte haben wir doch bestimmt. Okay, neuer Moshops liegt. So viel dazu. Die Soulshot nehmen wir mit. Ei, Dodo-Eier. Gute Nummer. Diesmal mit Bunny auf der Schulter. Das ist doch ein Screenshot wert. So, was kannst du jetzt? Passagiersitz. Du kannst eigentlich gar nichts, ne? Da bin ich schon fast klar.
Ich muss hier generell mal alles passiv veröffentlicht. Passiert. Gut, der braucht natürlich jetzt elendig lang. Den lasse ich jetzt auch runterhungern. So, nehmen wir das mit, das mit, das mit, das mit. Brauchen wir die Pfeile überhaupt? Oh, er liegt. Das könnte auch mal eine Chance sein, ne? Wir packen dich mal ein. Jetzt fliegt er wieder. Probieren wir es mit dem Ichti nochmal. Ich glaube, da gehe ich zu Fuß hin. Pack den Rest mal weg. Auf dem Boden ist. Könnte es sein, dass ich ihn holen kann. Ja, du weg, du weg. Ein Fisch würde ich schon irgendwie ranbekommen. Mal schnell was trinken. Wenn ich den mit zweimal down bekommen würde. Wäre das schon cool. Er ist wieder auf dem Boden. Also diesmal landet ab und zu. Das sind 36.000. Komm schon, lande. Schauen. So was, bevor ich noch länger warte, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie es hier weitergeht. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.